In unserem Betrieb legen wir auch sehr viel Wert auf Naturschutz. Wir wollen besondere Stellen im Wald, zum Beispiel Biotope und Moore, wollen wir schützen. Durch den Klimawandel wird vermutlich die Waldgrenze in die Höhe geschoben. Und wir werden da versuchen, in diesem Bereich Aufforstungen mit standortgemäßen Pflanzen, wie zum Beispiel Zirbe und Lärche, tätigen. Bisher waren für solche Maßnahmen wenig Mittel oder gar keine Mittel vorhanden. Aber durch das Klimaschutzprojekt können wir in Zukunft diese Arbeiten durchführen. In den letzten Jahren sind immer wieder durch kleinflächige Schadholzereignisse kommt es zu Vermehrungen des Borkenkäfers, der natürlich dann auch die umgrenzenden stehenden Bäume befällt und dadurch unser Schadholzanteil laufend zunimmt. Unsere aktuellen großen Herausforderungen in den Wäldern der Kapfer Waldstiftung bestehen darin, diese sehr fichtendominanten Bestände in den unteren Lagen umzubauen in klimafitte Wälder. Das heißt, wir wollen mehr Mischbaumarten einbringen, wir wollen Tanne einbringen, wir wollen Laubholz einbringen, wir wollen Lärche und Douglasie einbringen, wo sie hinpasst, um damit auch in Zukunft klimafitte Wälder bewirtschaften zu können und damit auch die CO2-Speicherung langfristig sicherstellen zu können. Für mich ist es besonders wichtig, stabile Wälder von klein auf zu schaffen, um die Zukunft möglichst wenig Schadereignisse herbeizuführen. Das Waldklimaschutzprojekt von Drila hat für die Zukunft, für die Kapfer Privatstiftung eine riesen Bedeutung, um die ganzen Schadereignisse, Umbau von Wald bewältigen zu können und auch zukünftig CO2-Speicher zu sichern.